Musiala. What's up, Fanprimus Community? Leute, wir schreiben den 29.09.2022. Es ist soweit. Die richtige Fanliebe kommt heute raus, denn ich fahre heute, und jetzt haltet euch fest, ich fahre heute mit dem Bus 15 Stunden von Hamburg nach München über Nacht, um die Werkself morgen in der Allianz Arena gegen den FC Bayern zu sehen. Und nach dem Spiel gehe ich kurz ins Hotel und fahre dann 15 Stunden wieder mit dem Bus nach Hamburg. Kannst keinem erzählen, 30 Stunden Fahrt für 90 Minuten Fußball. Das ist völlig crazy, aber ich mache es. Warum? Ich bin ein Macher. Ja? Und liebe Werkself, wenn ihr mich morgen enttäuscht, das wäre bodenlos. Ja, wir holen uns einen Sieg in München. Habt ihr mich verstanden? Das Problem ist, das Video seht ihr erst, nachdem ihr gespielt habt. Also Energy von jetzt direkt an euch. Wir holen 3 Punkte in München. Verstanden? Wir sehen uns später. Ich nehme euch mit auf diese Reise. Es wird crazy. Über Nacht mit dem Bus. Oh. Wichtig ist aber, dass ihr jetzt einmal bitte meinen Kanal abonniert. Abonnieren, denn es kommen immer geilere Spiele, Leute. Und vielen, vielen Dank an alle, die bisher abonniert haben, mich supporten und so weiter und so fort. Ja, 2 Minuten Intro. Sorry. Tschüss. Wir sehen uns gleich im Video. Nie ohne mein Team. Roller und Start. Angekommen hier, Hauptbahnhof. Da steht 17 Uhr, Flixbus N17 nach München. Zock. Da fahre ich gleich ab. Die Reise beginnt. Ich glaube, ich gehe jetzt direkt schlafen. Ich weiß es nicht. 15 Stunden Fahrt. Wird crazy. So Leute, es ist jetzt 2.05 Uhr und ich bin in Frankfurt angekommen. Frankfurt am Main. Da ist unser Bus. Ich mache hier gerade mal ein bisschen Pause. Ich habe gerade geschlafen. Bin total kaputt. Ich mache das nie wieder mit dem Bus. Aber scheiß drauf, bringt Spaß. Jetzt geht's weiter nach Darmstadt. Heilbronn, Stuttgart, Augsburg, München. Wir sind hier jetzt seit circa 3 Stunden im Bus, weil genau vor uns 50 Meter ein Unfall war und wir warten und warten und warten und warten. Ich habe keinen Plan, wann es hier weitergeht. Es ist so nervig, ich bin müde. Kein Plan, was hier abgeht. Letzter Stopp Augsburg um 10.38 Uhr. Eigentlich sollte ich um 8.30 Uhr in München ankommen. Jetzt ist es 10.38 Uhr, ich bin in Augsburg. Wir haben noch 70 Kilometer und dann bin ich endlich da. Ich glaube es nicht, ich bin da. Ich bin in München angekommen, fix und fertig. Ich gehe jetzt einfach ins Hotel und gehe pennen. Nichts anderes. Da seht ihr noch den Flixbus, mit dem wir gefahren sind. Es ist geil, ich bin da. Wir sehen uns später im Stadion. Ihr wisst Bescheid, was jetzt kommt. Ihr wisst es einfach, ihr wisst es. Ich und mein Roller, wir sind ein Team. Ein Absacker zum Marienplatz. Dort, wo der FC Bayern jedes Jahr immer wieder seine Meisterschaften feiert. Dort stehen die immer. Da stehen die Spieler dort auch. Und dieser Platz hier ist komplett voll mit Bayern-Fans. Sehr, sehr geil hier zu sein. Aber ich glaube, heute hat der FC Bayern nicht zu feiern. Na, wo bin ich jetzt? Leute, bei der berühmten Frauenkirche in München. Da ist dieses Prachtstück hier. Sehr, sehr nice, aber ich finde, dieser Platz hier ist irgendwie sehr eng. Also für die Höhe ist das hier schon sehr eng. Da kenne ich den Mailänder Dom. Der ist krasser mit dem Platz davor. Aber trotzdem egal, da ist sie. Habt ihr auch drauf. So, jetzt fahren wir ins Olympiastadion. Ich bin reingekommen. Seht hier, ich habe ein Ticket fürs Olympiastadion, das alte Olympiastadion. Und wir gehen jetzt da rein und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. So geil, so episch, einfach mega. Im Stadion drinne. Schaut euch mal dieses wundervolle alte Stadion an. Sehr, sehr krass. Hier hat der FC Bayern sehr viele Titel gefeiert.
unter anderem mit Oliver Kahn noch. Das war schon sehr, sehr geil. Und heute Abend gehen wir in die neue Arena. Da wird aber diese Mannschaft hier gewinnen, wir hier. Trotzdem, viele Grüße aus dem Olympiastadion. Leute, schaut es euch an. Das Olympiastadion in München. Da hinten, glaube ich, waren früher die Gäste. Ich weiß gar nicht, glaube ich, hier die Bayernkurve. Ich bin mir nicht sicher. Hier mit den alten Reflektoren. Ey, das ist ein geiler Moment gerade, den ich mit euch teilen kann. So krass. Ich bin jetzt hier gerade auf so einer Plattform im Olympiapark. Da ist das Olympiastadion. Hier ist der ganze Olympiapark. Da ist auch irgendwie eine Olympiahalle. Da ist der Fernsehturm. Ey, diese Aussicht ist so schön. Wow. Roomtour. Also, passt auf hier. Kleine Dusche, keine Ahnung. Und hier ist das Zimmer. Wow. Super unspektakulär. Crazy. Derbe boring. Ist egal. Wir wollen ja zum Spiel. Es geht los. Es geht los. Olympia Einkaufszentrum, meine Einstiegshaltestelle. Und jetzt fahre ich zur Allianz Arena. Wir sind richtig Gästefans. Uff. Schaut euch das Stadion an, Leute. Allianz Arena München. Wir sind hier. Hier ist der Gästeblock Weg zum Stadion. Da bin ich gerade mit der Bahn angekommen. Und da ist die Arena. So sieht das hier aus. Das ist so der Weg der Gästefans. Dort ist die Allianz Arena. Die sieht so brutal in echt aus. Also wirklich krass. Und ich muss sagen, der FC Bayern hat das sehr, sehr geil gelöst. Also Gästefans komplett abgeschottet von allen anderen. Also mega nice gemacht. So, da gehen wir jetzt hoch, die Brücke rüber und zur Arena. Gefühlt bin ich hier irgendwie alleine. Aber gut, ich bin wieder auch 10 Stunden vorher da. So sieht das von innen aus in der Allianz Arena. Alles sehr, sehr neu. Der erste Knaller, man darf nicht mit Essen und nicht mit Trinken in die Allianz Arena rein. Das habe ich ja noch nie in meinem Leben irgendwo in einem Stadion gehört. Krass. Der Eingang in die Allianz Arena. Schaut es euch an, also hier ist die Arena. Ich denke mal, dass dort die Münchner Fans sein werden. So. Hier ist so der Gästebereich. Da sind so ein paar VIP-Logen mit Uli Hoeneß und so, wenn er da ist heute. Also all in all eine sehr, sehr geile Arena von innen. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass es kalt in der Allianz Arena ist. Durch diese ganzen kleinen Lücken peitscht der Wind durch. Das ist Wahnsinn. Ich zeige euch mal kurz meinen Ausblick. Wow, schaut euch das an. Schaut euch mal diesen Mega-Zoom an. Zup. Zup. Jamal Musiala und Fonso Davis sind schon mal auf dem Platz. Ich hoffe, dass die heute nicht viel ausrichten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Jamal Musiala heute hier richtig durchdreht, ist schon hoch. Also ich muss ja sagen, die Allianz Arena ist schon Hightech. Schaut euch das mal an. Wenn ihr in diesem Block dort sitzt, dann könnt ihr diese Anzeigetafel nicht sehen. So, und was hat sich Bayern München ausgedacht? Die haben einfach eine kleine Anzeigetafel hinter dieser großen gemacht, dass auch diese Fans das sehen können. So, die Werkself ist auch auf dem Platz. So, meine Lieben, enjoy the show. Sonst geht's ihnen gut. Da kommt Manuel Neuer auf den Platz. So, die Mannschaft des FC Bayern kommt auf den Platz. Kommen wir zu den Facts zum Spiel. Wenn man sich das anschaut, Bayern München auf Platz 5.
Das kann man gar nicht glauben, ist aber so. Und wenn man Leverkusen sehen will, muss man leider, leider noch ein bisschen weiter nach unten scrollen. Auf Platz 15. Favorit, ganz klar, der FC Bayern heute. Die Ausstellung von unserer Werkself. Radetzky, Tah, Baka, Kostunu, André, Demirbay, Tapsova, Schick, Hotznodoy, Diabino und Frimpong. Jetzt geht's hier los in der Arena. Da ist das berühmte T von Telekom. Und die ganze Arena dreht durch. Ja, echt nicht zu fassen.
es geht einfach immer wieder weiter. Das ist unglaublich. Der FC Bayern ist so hungrig heute und gierig. Die geben den Ball einfach nicht ab. So, jetzt vielleicht mal wieder eine Chance für Bayer Leverkusen. Aber diese Bälle sind einfach so schwach. Die nächste Eckballsituation für FC Bayern. Oh, ein alter Falter, fast das 3:0. Unglaublich, dass man sowas nicht verteidigt. Ja, was soll ich sagen? Leverkusen komplett zurecht 0:2 hinten. Aber jetzt entwickelt sich vielleicht eine Chance. Oh! Ist das die Chance zum 3:0? Es ist leider nicht nur die Chance, es ist das 3:0. Mané trifft, er hat getroffen zum 3:0. Jetzt wird es hier nochmal richtig laut in der Arena. Alle Münchner stehen. So, meine Lieben, Halbzeit in der Allianz Arena. Es steht 1:1 zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Und es ist Halbzeit hier in der Allianz Arena. Der FC Bayern führt mit der 3:0. Leider zu Recht. Die Werkzeug ist nicht auf dem Platz, wird komplett überrollt vom FC Bayern. Ich weiß nicht, was man da noch machen kann. Also ich finde es auch immer schade, wenn man sagt, Trainerwechsel. Ich glaube, die Spieler müssen sich jetzt einfach mal zusammenreißen, weil das ist dieselbe Mannschaft fast wie letzte Saison, die es geschafft hat, in die Champions League zu kommen. Und genau in dieser Saison, wo sie eingespielt sind, spielt sie so ein Murks. Keine Ahnung, ich hoffe, dass wir hier wenigstens noch irgendwie das Ergebnis retten können. Mal gucken. So Leute, die Spieler kommen wieder auf den Platz. Die zweite Halbzeit beginnt. Leverkusen geht als erster auf den Platz. Was man aber auch hier schon wieder beobachtet, die kommen nicht geschlossen auf den Platz. Das sind alles Punkte, die meinerseits nicht dafür sprechen, dass das ein Team ist. Die zweite Halbzeit ist gestartet. Bayern München gegen Bayer Leverkusen, wie gesagt, 3:0 zur Halbzeit. Jetzt versuchen wir mal hier mal ein bisschen, ja, das Ergebnis besser zu machen. So, jetzt vielleicht eine Kontersituation für Leverkusen. Kommt, Leute. Oh, das dauert alles zu lange. Jetzt vielleicht eine Chance für Leverkusen. Eckball für den FC Bayern. Was machen die diesmal von der rechten Seite? Jamal Musiala. Money.
nochmal die Allianz Arena rot. Ja, was soll ich sagen? Der hat abgekackt heute die Werkself. Glückwunsch an den FC Bayern, verdienter Sieg, auch in der Höhe. Leverkusen hat einfach gar nichts gezeigt. Und ja, wenn man so spielt, dann muss man halt auch damit leben, dass man dann die Saison schwer spielt. Also das wird wirklich nicht einfach für die Werkself. Aber mal schauen. Wir geben nicht auf, wir machen weiter. Nächstes Spiel wartet schon. Und für euch kostenlos bitte diesen Kanal hier abonnieren. Ihr merkt, es werden immer geilere Spiele. Ich reise für euch hin und her. Und dann könnt ihr gerne hier natürlich kostenlos abonnieren, damit ihr kein Spiel mehr verpasst. Denn es werden noch richtig geile Folgen. In dem Sinne, euch einen schönen Abend. Ich mache noch mal ein paar Aufnahmen von der Allianz Arena. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Nochmal ein letztes Abschlussvideo. Das muss man nochmal auf Video haben. Schaut euch diese Arena von außen an.